Ohne diese Kopfbewegung würde Donald Trump nicht mehr leben. Durch das Versagen des Secret Services hatte der jüdische Attentäter erst die Möglichkeit abzufeuern. Ein Rapper profitiert jetzt von dieser Attacke. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier sowie auf Instagram Rapcheck. Um noch einmal die Werbetrommel zu rühren, reist der Ex-Präsident Donald Trump von Stadt zu Stadt und hält ein paar Reden. Doch das wird nun komplett überschattet von dem Attentat. Ein Mann klettert auf ein Dach und feuert ab. Obwohl mehrere Zuschauer ihn bemerken und die Polizei und den Secret Service darauf aufmerksam machen, passiert nichts. Er trifft das Ohr von Trump und wird später selbst eliminiert. Während all das passiert, steigt die Beliebtheit von Trump um fast 40%. Sein Gangster-Image wird befestigt und der Song von 50 Cent, Many Men, schießt in die Höhe. Der US-Rapper profitiert am meisten von dieser Attacke. Sein Song schafft es in die Top 10, obwohl der Track schon mehrere Jahre alt ist. Auf einem Konzert bekommt Trump jetzt auch noch die Bühne. Mehrere Rapper nutzen das legendäre Foto von Trump als Album oder als Single-Cover. Der Ex-Präsident gilt jetzt mehr als Gangster als manche Gangster-Rapper, denn er wurde angeschossen und hat es überlebt. Praktisch könnte er jetzt seine Rap-Karriere starten. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über dieses Attentat gegen Donald Trump und glaubt ihr, es war ein Inside-Job? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.